Oh, Heinrich kommt uns besuchen. Und damit hallo, Freunde der Spielkultur, zurück bei Kingdom Come Deliverance im DLC aus der Asche. Nachdem du mit deinen Waffenbrüdern die Banditen aus Pribislavitz vertrieben hast, droht das Dorf nun erneut dem Wald und der Vergessenheit anheimzufallen. Ein Jammer, schließlich war Pribislavitz vor der Plünderung durch einen aufbegehrenden Adligen zweifelsohne ein emsiges, aufblühendes Dorf. Wenn man nach der Größe der zerstörten Kirche geht, die als einziges Überbleibsel vom einzigen Wohlstand des Dorfes kündet. Du hast dich schon immer gefragt, warum die Bewohner nie nach Pribislavitz zurückgekehrt sind. Und so bist du positiv überrascht, als du von Herrn Divischs Plänen für sein ehemaliges Dorf erfährst. Du weißt zwar nicht, was genau er vorhat, möchtest ihm aber dennoch gerne behelfen zur Hand gehen. Gewiss erfährst du in Thallenberg, was zu tun ist. So, übrigens, Safe Game kurz bevor Epilog anfängt. Aber wir drehen natürlich jetzt um, weil Epilog wollen wir nicht machen. Wir wollen natürlich gerne nach Thallenberg und mit dem Herrn Divisch darüber reden. So, die Hauptquest können wir schon mal ausmachen. Was er denn für uns zu tun hat. Soll ich euch schon sagen, worum es geht? Thallenberg war unten, ne? Ja, da war Thallenberg. Und da ist auch schon die Markierung für Questgeber. Denn das DLC From the Ashes oder von der Asche hat damit zu tun, wir bauen die Stadt wieder auf. Ich weiß auch noch nicht hundertprozentig genau, wie das funktionieren wird, aber das ist wirklich das erste DLC, was nahtlos eigentlich in die Story eingebaut wird, nachdem man die Banditen bei Pribislavitz da oben, schieß mich tot, kaputt gemacht hat. Ab da kann man anfangen, diese Stadt aufzubauen. Und dieses DLC muss man übrigens kaufen. Es ist nicht für die Kickstarter-Leute oder sonst irgendjemanden. For free. Und ich muss auch schon sagen, es gibt hier einen Bug in Thallenberg. Und zwar fehlt die Frontmauer. Man kommt trotzdem rein und raus. Hey, Heinrich kommt jetzt besuchen. Hey, Heinrich ist da. Geil. Hey, pass auf. So, schauen wir mal, wo Herr Divisch ist. Aber ich denke mal, er wird oben irgendwo hocken. Dass wir ihn fragen können. Was wir tun sollten, um diese Stadt wieder aufzubauen. Heinrich, schön, dass du da bist. Der Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Was geschieht mit Pribislavitz? Kann ich dir zu Diensten sein, Herr Divisch? Mir ist da etwas über Pribislavitz zu Ohren gekommen. Heinrich, du kommst genau im richtigen Augenblick. Ich habe jemanden nach Pribislavitz geschickt. Mein Lokator Marius. Was ist ein Lokator? Ein Landgutachter. Er hatte den Auftrag, den Zustand des Dorfes zu überprüfen, um zu sehen, ob wir es wieder aufbauen können. Willst du das Dorf etwa neu besiedeln? Ja. Warum gerade Pribislavitz? Weil es seit der Plünderung durch Herrn Havel-Medek vor einigen Jahren dem Verfall preisgegeben ist. Es wird Zeit, dass sich das ändert. Herr, es sollte dort nun sicher sein. Wir haben dieses Geschmeiß ordentlich verbläut. Und deswegen habe ich meinen Lokator entsandt. Allerdings sollte er schon längst zurück sein. Ich könnte dort nach ihm sehen, wenn du nichts dagegen hast. Ich wäre dir sehr dankbar. Bestimmt wurde er bloß aufgehalten, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Gott sei mit dir. Da bin ich mal gespannt. Der ist doch bestimmt schon von irgendwelchen Banditen angegriffen worden. Muss übrigens selbst auch jetzt erstmal wieder reinkommen ins Spiel. Das Safe Game ist natürlich, und das Let's Play ist natürlich auch schon wieder ein bisschen was her. Aber ich war ja zuletzt schon ganz gut ausgerüstet. Und fit. Nur Kampf werde ich wahrscheinlich von vornherein wieder lernen müssen. Hör, du kannst von hier nicht schnell reisen? Warum? Weil die Zugbrücke fehlt? Dann reise
reite ich halt einfach hier runter. Gott sei mit dir, Heinrich. Ja, ja, ihr kennt alle meinen Namen. Ah, jetzt. Wir reisen durch die Republik. Vor allem, du hast entdeckt. So ein Blödsinn. Wir kannten das Ding doch schon vorher. Die haben wir auch mit Herrn Rallitz angegriffen. Und da oben haben wir den doofen Typen getötet. Der hier irgendwo abhängen. Da vorne sitzt einer. Sieht aber nicht sehr motiviert aus da. Mittagartig, Marmagind. Was? Netter Versuch, ich bin nicht blöd. Nomivam, Medjung. Nichtsdestotrotz habe ich nicht vor, den ganzen Tag hier zu vertun. Zeig mir, wo es wirklich ist. Das ist der Kumane. Und keine Tricks. Verstanden? Mein Gott, nun komm schon. Und versuch bloß keine krummen Dinger. Schöner Bug. Das, wisst ihr, was das war? Das war der Kumane, der in der Gefangenschaft war. Und den habe ich ja später nicht mehr wiedergefunden. Das ist ein Questfix wahrscheinlich, der den Bug von früher ausbügeln soll. Aber warum auch immer der Kumane da im Lager sitzt. Ach so, ja, weil der ja freigelassen wurde und dann hat er sich ja verpisst. Er wollte uns ja eine Falle locken eigentlich. Mit seinen Freunden. Damals. Aber es ist trotzdem komisch. Vor allem geht der Swift mit mir irgendwo hin? Oder war es da oben schon? Ich wünschte, ich könnte Kumane sprechen. Oh, persze, persze. Ha nem találom meg, gyorsan megölsz. Ne félj, értem én. Darf ich ihn einfach verprügeln? Warum muss ich jetzt gleich wieder nach oben reisen? Oder läuft er jetzt gerade einfach weg? Igen. Mein Gott. Geh. Eine gute Tat sollte nicht unvergolten bleiben. Und ich schätze, so könnte man das hier bezeichnen. Ist das nicht toll? Jetzt können wir wieder nach oben reisen. Aber wir hatten sein Lokal ja eh nicht gesehen. Mit dem wir hätten reden müssen, wegen dem Aufbau der Stadt.
Klick. Oh. Nein, der Nacht sollte ihn noch besser sehen können. Der wird doch bestimmt ein Feuer machen. Ich sollte auch ein Feuer machen. Ob ich noch weiß, wie das geht? Aber die Fackel in die Hand nehmen, oder? Ja, guck, da ist doch einer. Hey, wer ist da? Ich bin das, hallo? Was willst du hier, Jungspund? Das sind Banditen. Ah, jetzt verstehe ich alles. Was ist los? Wer bist du? Du hast hier nichts zu suchen. Ich bin Heinrich. Ich dachte mir schon, euch hier zu finden. Was? Wie konntest du? Herr Divishs Lokator wird in dieser Gegend vermisst. Tja, das Glück schätze ich wohl einen Dreck um ihn. Divish hätte nicht einen Narren zum Verhandeln schicken sollen. Er hat mich nicht zum Verhandeln geschickt. Ich soll das Problem aus der Welt schaffen. Aus der Welt schaffen? Wir sind viele und du bist allein. Daher solltest du dir gut überlegen, wie du das aus der Welt schaffst. Lass den frei. Sofort. Oder ihr endet hier als Futter für die Krähen. Wie das Gewirr, das vor euch hier war. Schon gut, schon gut. Nur nichts überstürzen, ja? Wir ziehen dann mal weiter. Friedlich. Der Kerl ist in dem Zelt dort drüben. Haut ab. Man muss ja bedenken, das kommt normalerweise in einem relativ frühen Kapitel. Deshalb ist natürlich klar, dass ich an sich ein bisschen stark bin für die. Oh, in den Zelt da drüben ist auch wieder so eine geile Definition. Ah, da. Ich bin hier gefangen. Hilfe! Toll, eine Kiste voll mit Dietrichen. Oh, es gibt eine neue Losbinden-Animation. Habe ich vorher noch nie gesehen. Danke. Keine Ursache. Herr Divish hat mich hergeschickt. Und das war wohl gerade noch rechtzeitig. Viva! Ich bin Heinrich aus Galitz. Ich bin Marius Bielek, der Meisterlokator. Ich sollte für Herrn Divish die Gegend begutachten. Na, die Banditen machen keine Probleme mehr. Und wir sollten Herrn Divish Bericht erstatten. Jetzt noch nicht. Diese Schweine haben mich gleich bei meiner Ankunft geschnappt und bisher habe ich nur das Zelt zu Gesicht bekommen. Ich habe hier noch zu tun. In der Dunkelheit werde ich nicht viel sehen. Ich muss hier nächtigen. Aber ich bezweifle, dass ich nach den Ereignissen schlafen kann. Bist du dir sicher, dass hier keine Banditen mehr sind? Es besteht kein Grund zur Sorge, sofern du nicht Angst vor Hasen hast. Komm nach dem Morgengrauen zu mir und wir sehen uns hier gemeinsam um. Ich werde dir alles erklären. In Ordnung. Gute Nacht. Dann lege ich mich auch am besten schlafen, oder? Bitte, Alter, die fangen erst um 9 Uhr an zu arbeiten. Jedenfalls hier in dem Spiel. Shit, mich hat eine Mücke gestochen. Verdammte Hacke. Wo bist du, mein Freund? Wo
Weil ich sage, ich muss den hier suchen. Ah ne, der ist da oben irgendwo in der Mitte. Ist auch nicht der... Ah ne. In der Kirche ist der nicht, der ist unten am Lager. Und dann laufen wir mit dem rum wahrscheinlich wie früher mit dem Raben als Wache. Und er erzählt uns die ganze Zeit, was wir machen sollen. Ausgezeichnet. Begutachten wir die Gegend, um zu sehen, was man wo bauen könnte. Dann mal frisch ans Werk, oder? Ich begleite dich. Nicht, dass du wieder den Banditen in die Hände fällst. Was? Ist etwa noch mehr von diesem Gesindel hier? Nein, nein, ich wollte nur... Vergiss es. Wollen wir aufbrechen? Düpp, 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 wuff, wuff. Ich schieb ihn einfach mal ein bisschen an. Ist das dein Ernst? Guck mal, ich laufe schon langsam. Und warum habe ich eigentlich so wenig Energie? Ich habe sogar noch Fertigkeiten zu vergeben. Moment. Das macht Sinn, das Duplieren. Deine Rüstung ist in Dialogen 30% furchterregender als üblich. An sonnigen Tagen glänzt deine Rüstung so grell, dass du für einen edlen Ritter gehalten wirst und einen Charisma-Bonus erhält. Je mehr Plattenrüstungsteil du trägst, desto höher fällt der Bonus aus. Du legst deine Kleidung so gewissenhaft an, dass sie dir um ein Drittel leichter vorkommt, als es im Inventar erscheint. Das sind aber Fähigkeiten, die kann ich nicht erlernen gerade. Achso, weil die Stufe noch nicht hoch genug ist, ab Stufe 12. Wildschwein, du kannst die Gesundheit und Ausdauer eines Gegners schwächen, indem du ihn beim Spurten anrempelst. Huckepack. Weniger Ausdauer verlieren, wenn man gegnerische Angriffe mit einem Schild blockt. Überfressen. Ach so. Deshalb fehlt mir ein bisschen Ausdauer, weil ich aus dem Topf gefressen habe, obwohl ich gar keinen Hunger hatte. Das wäre eine gute Stelle für das Rathaus. Unverzichtbar für jedes Dorf. Hier würde es sicher gut hervorstechen. Es stünde auf einem Hang, wo das Fundament trocken bleibt. Vielleicht mit einem kleinen Platz in der Nähe der Kirche. Das wäre die ideale Stelle. Das wäre der perfekte Platz für ein Hurenhaus. Ich meine Kirche. Die Kirche steht also noch. Gut, gut. Da hat jemand ganze Arbeit geleistet. Dafür, dass sie alt ist und die letzte Zeit einiges mitgemacht hat, ist sie gut in Schuss. Sie zu renovieren wird nicht leicht, ist aber machbar. Holz allein reicht jedoch nicht aus. Vor allem, von hier außen kann ich gut sehen, wie stabil die Wände noch sind und wie das Dach aussieht und alle Geschichten. Er hat einfach den Durchblick. Und sobald mit dem Renovieren angefangen wird, ist das wie bei den Renovierungsprofis auf irgendwelchen komischen Fernsehsendern. Wir müssen die ganzen Wände rausreißen. Und hier die Elektrik. Die Elektrik was? Die Ele, was?
Und hier kommt das Kinderzimmer hin. Das bauen wir so wie eine Weltraumstation. Damit der Junge für alle Zeiten Jungfrau bleibt. Wenn er sich in 3 Jahren für sein Zimmer schämt. Wenn seine erste Freundin zu Besuch kommt. Das erste Mädchen. Hier wäre Platz für mindestens einen Laden. Vielleicht eine Bäckerei? Oder ein Merchandise-Shop. Für Dr. Proof-Artikel. Ja, tschüss. Hier ist ziemlich viel Platz. Wenn man einiges wegschafft, könnten mit etwas Glück sogar Ställe hinpassen. Ich bin mal gespannt, wie man an die Ressourcen kommt. Also man weiß ja, dass es einen Steinbruch gibt und natürlich irgendwo Cola oder Holzfällerlager. Da werden wir bestimmt die Ressourcen irgendwie einkaufen können jetzt. Um die Stadt aufzubauen. Der wichtigste Weg und der Bach. Hier sollten wir eine Stadtmauer aufbauen. 50 Meter hoch, damit die Mexikaner nicht rüberkommen. Die Brücke muss verstärkt werden. In dem Zustand hält sie nicht lange. Ich denke, es würde Sinn machen, ein Wehr über den Bach zu errichten. Das Wasser ist hier sauber und kann das Dorf versorgen, bis ein Brunnen errichtet wurde. Gut, dass wir den Bach hier haben. Ohne ihn wäre der Wiederaufbau zwecklos. Ja, Hammer, fließendes Gewässer. Ich sehe schon, wie das Spaßbad damit versorgt wird. Und die Wasserrutsche. Hier werden dann Vorräte und Waren transportiert. Man muss ja sagen, er ist auf jeden Fall Optimist. Er kann schon viel sehen, wo nichts ist. Werden eigentlich die Bäume gefällt? Ich kann wegen der ganzen Bäume und Ruinen nicht mal sehen, ob genug Platz wäre. Aber wenigstens sind die Bäume gesund. Mit ein paar guten Holzfällern wird es nicht nötig sein, Bauholz von anderswoher zu schaffen. Also werben wir Leute an, die an hier wohnen. Ach, ein ganzes Dorf wird es mal. Und alle werden schreien, Heinrich kommt uns besuchen. Steinfundamente? Die werden wir brauchen. Wir sind nah am Wasser. Hey! Ho! Let's go! Na 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 na. Hier ist viel Platz. Ich nehme mal den Pfeil, der hier in der Luft hängt. Sonst sagen alle neuen Bewohner, hier ist Hexenwerk. Es gibt hier schon einen Brunnen? Umso besser. Was? Das nennt man Loch.
Loch, das bis zum Grundwasser geht. Oder gefluteter Keller. Viel Platz, sauberes Wasser, der Dorfanger in der Nähe. Perfekt für eine Schenke. Ich bin fertig. Alles Nötige wurde begutachtet. Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Und Meister Locator? Kann der Wiederaufbau beginnen? Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Die wenigen verbliebenen Ruinen werden kaum von Nutzen sein. Außerdem ist alles überwuchert. Oh je. Yeah. Das muss alles beseitigt werden, bevor der Wiederaufbau beginnen kann. Also ist eine Neubesiedlung möglich? Ja, ganz sicher. Ein ganzes Dorf zu bauen ist kein leichtes Unterfangen. Wir brauchen Holz. Viel Holz. Aber das sollte mitten im Wald natürlich kein Problem sein. Zunächst müssen wir Lohnarbeiter anheuern. Und das nicht zu knapp. Die Arbeiten sollten unverzüglich beginnen. Es gibt viel zu tun, aber die Mühen werden es wert sein. Ich sehe es schon vor mir. Die Kirche wird sich über das ganze Dorf erheben. Klingt vielversprechend. Wann informierst du Herrn Divish? Alsbald. Ich begebe mich sofort nach Thalmberg. Aber würdest du indes die Gegend im Auge behalten? Es wäre eine Schmach, bei meiner Rückkehr mit Herrn Divish erneut Banditen anzutreffen. Gewiss doch. Ich halte die Stellung. Es wird nicht lange dauern. Herr, willkommen in Pribislavitz. Oder vielmehr, willkommen zurück in Pribislavitz nach all den Jahren. Viel ist nicht übrig geblieben. Keine Sorge, Marius. Es ist schön, wieder in meinem Dorf zu sein. Wenngleich es über die Jahre ebenso anmutig gealtert zu sein scheint wie ich. Mit Verlaub, Herr. Es ist nicht nur gealtert, sondern völlig heruntergekommen. Aber immerhin sicher. Was Heinrich zu verdanken ist, der auch mich aus einer zeitraubenden, misslichen Lage befreit hat. Wenn er nicht gewesen wäre, würde diese Unterredung womöglich nicht stattfinden. Tja, Junge. Letzten Endes ist dir also tatsächlich etwas eingefallen, wie du es gesagt hast. Ich gab mein Bestes, Herr. Ich habe vergeblich versucht, sie dazu zu bewegen, Meister Marius freizulassen. Damit war zu rechnen, da Menschen dieses Schlags nur das Klimpern von Münzen verstehen. Welch heimtückischer Abschaum. Ja, Herr, und gierig obendrein. Sie wollten ein hohes Lösegeld und ich habe es selbst gezahlt. Ich weiß all deine Mühen für die Sicherheit meiner Untertanen zu schätzen. Wie viele Münzen hast du ihnen gegeben? Herr? Es soll nicht Heinrichs Schaden sein, wenn er doch alles ihm Mögliche getan hat. Hier, das sollte dich entschädigen. Ich denke, wir sollten nun zur Sache kommen. In welchem Zustand ist Pribislavitz? Herr, in meinem Amte als Lokator freut es mich, verkünden zu können, dass das Dorf Pribislavitz neu besiedelt werden kann. Zudem wäre es möglich, es deutlich über seine ehemaligen Grenzen hinaus zu erweitern. Sehr gut. Endlich gute Neuigkeiten für diese Provinz. Die dringend nötig waren. Und? Was konntet ihr bereits herausfinden? Ich will alle Einzelheiten hören. Nun scheint es endlich bergauf zu gehen. Die Banditen wurden verjagt und Heinrich hat sich um den Rest gekümmert. Wann kann die Arbeit beginnen? Unverzüglich, wenn es nach mir ginge. Wir brauchen lediglich Arbeiter und Finanzmittel. Und jemanden, der zumindest vorübergehend für Recht und Ordnung sorgt. Wohl wahr. Ich lasse ein paar meiner Männer hier. Mit Verlaub, ich würde dazu raten, bald einen Vogt zu ernennen. Jemand muss den Wiederaufbau, das Geld und die Bewohner im Auge behalten. Ja. Das ist wichtig. Da du dich bestens mit Grundstücken und Bauvorhaben auskennst, wirst du hierfür die Verantwortung tragen. Du wirst mit dem Vogt zusammenarbeiten. Unterstehst jedoch direkt mir. Ich fühle mich geehrt, Herr. Hab Dank. Und was das Amt des Vogts betrifft, wie wäre es mit dir, Heinrich? Herr? Du hast dich bereits bewährt. Und du hast bewiesen, dass du Probleme aus der Welt schaffen kannst.
Zudem ist dir der Respekt deiner ehemaligen Skalitzer Nachbarn gewiss. Ich weiß nicht so recht. Ich weiß, dass du für Recht und Ordnung sorgen kannst. Wahre Worte, Herr. Machen wir Nägel mit Köpfen. Heinrich, hiermit ernenne ich dich zum Vogt des Weilers Pribislawitz in meinem Lehen. Herr, welch große Ehre. Danke. Dir obliegt die Überwachung und Verwaltung der anfänglichen Neubesiedlung als Grundstein für einen zukünftigen Ausbau. Aber glaub ja nicht, das wird ein Lotterleben, Junge. Vogt zu sein heißt nicht, dass man tun und lassen kann, was man will. Falls du die Siedler schikanierst, werde ich es erfahren und dich deines Amtes entheben. Außerdem können wir in diesen unruhigen Zeiten keinen einzigen Thallenberger Groschen erübrigen. Du musst daher für die Kosten des Wiederaufbaus selbst aufkommen. Ich? Aber Marius meinte, es kostet ein Vermögen. Ja, aber meines Wissens kennst du Mittel und Wege, wie man an Geld kommt. Ich denke also, dass du zurechtkommen wirst. Ich frage mich, wer dieses Gerücht in die Welt gesetzt hat. Und ich vertraue dir besondere Aufgaben an. Zum Beispiel die Instandsetzung der Kirche. Damit meine ich den Wiederaufbau, die Bemalung der Wände und einen neuen Altar. Trage Sorge dafür, dass in Zukunft eine gewisse Anzahl von Leuten im Dorf leben und arbeiten kann. Dazu muss der Bau wichtiger Handwerksgebäude in die Wege geleitet werden. Letzten Endes muss das Dorf dazu in der Lage sein, genug für eine Erweiterung zu erwirtschaften. Aber, Herr, ich habe noch nie... Ich verstehe deine Bedenken, aber du wirst reich belohnt werden. Ich überlasse dir in den ersten 5 Jahren sämtliche Erträge des Dorfes. Und du darfst die umliegenden Wälder und Ländereien nach eigenem Ermessen nutzen. Ja, also, ich meine, bist du dir sicher, dass ich der Richtige bin, Herr? Das bedeutet viel Verantwortung. Du hast es selbst gesagt, Heinrich. Es ist eine große Ehre. Außerdem bist du ja nicht allein. Ich helfe dir und überwache die Bautätigkeiten. Puh, also schön. Wir sind uns einig. Überbringe dieses Schreiben dem Rattayer Vogt. Er wird bekannt geben, dass wir Siedler brauchen, damit wir genug Arbeiter haben, um anzufangen. In diesem Zuge wird er auch deine Ernennung zum Vogt bekannt machen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Herr. Du wirst mich sicher nicht enttäuschen, Heinrich. Und nun muss ich mich meinen Pflichten in Thallenberg zuwenden. Wenn alles soweit ist... Lass es mich wissen. Sehr wohl, Herr. Sichere Heimreise. Lebe wohl, Herr. Ist doch wundervoll. Dann können wir nächstes Mal zum Rattayer Vogt das Dokument überbringen und die ersten Arbeiter für unser kleines Dörfchen holen. Bis dahin auf jeden Fall Schöle, euer Imperator. Bis dann.